Ja, hallo und hallöchen, meine lieben Freunde, und damit darf ich, hat sich Unfall gefahren, Let's Play Sonic Unleashed begrüßen. In der letzten Folge sind wir dabei stehen geblieben, dass uns der Professor schon wieder nach Holoska geschickt hat. Und ja, da gehen wir jetzt einfach nochmal hin, wenn er es sagt, wird schon stimmen. Und eigentlich wollte ich zwischen den Folgen was trinken, aber es habe ich jetzt vergessen, deswegen mache ich es jetzt. Tut mir leid. Sonic, lass uns jemanden in Holoska finden, der uns einen Planetentafel kaufen, bauen kann. Funk vom Feuer im Zentrum. Nicht Lebensmittellager. Weil der heilige Schrein ist für uns sehr wichtig. Ja, wow. Danke für das informative Gespräch. Wer hätte das gedacht? Du hast die Tafelfragmente. Ich weiß, ich habe viel Blödsinn geredet. Das tut mir leid. Das war doch alles nur ein Trick. Du hast mich wohl für einen zittrigen Alten, aber ich kann Tafelfragmente zusammensetzen. Jari, Ture und Sariana sind zwar auch Hüter, doch ich spiele eine ganz besondere Rolle. Mal sehen, das hier so. Voila, deine Tafel. Das hast du mir nicht zugetraut, stimmt's? Mal sehen, das gehört so. Bitteschön, hier ist deine Tafel. Danke. Wir Doppelbewohner sind machtlos gegen die merkwürdigen Vorkommnisse, aber ihr zwei, ihr... Wo war ich? Rom dran gefährlich? Nein, danke. Brauche ich gerade nicht, aber danke. Planeten der Welt für den Kontinent erhalten. Heiliger Schrein. Let's go zum Heiligen Scharrein. Zum Heiligen Scharrein. Wir kommen eigentlich im Spiel relativ schnell durch, ne? Jetzt, wo ich so am Stück spiele und so Let's Play, ist gar nicht so lang, ne? Merkt man eigentlich sonst sogar nicht, wenn man es privat durchspielt. Wenn man es seitdem wieder peu à peu spielt und so, ist halt wirklich immer wieder eine Stunde so zockst am Stück, da merkst du dann schon, dass es doch relativ schnell vorbeigeht, ja? Wahrscheinlich schade. Und wir gehen durch die nächste Planetentafel. Also wir gehen nicht durch eine Planetentafel. Ihr wisst, was ich meine. Oh, das ist sicher. Oh, der sah jetzt nicht ganz so nett. Mach die Fesseln wieder weg. Das heißt nicht ganz so nett aus, aber. Krieg mal hin. Wir spielen jetzt gegen den Boss. Dark Murray. Okay, er hat hier erstmal ein wunderschönes Schutzschild um ihn rum und hat. Ja, das wollte ich jetzt nicht und hier sind auf jeden Fall Gegner. Kann ich die zerstören? Ah, okay, habe ich mir gedacht, dass ich das Kraftfeld kaputt machen. Okay, das ist kein Problem. Wenn jetzt die komischen Hurenschmocks ja nicht aufhalten würden. Ich habe es nicht mehr genau gewusst, aber ich habe irgendwie damit geguckt, dass das Kraftfeld zerstören müssen. Dann einfach mal direkt zu ihm hin. Hat es nicht so viel Leben verloren, ne? Okay. Dann ruck mal deine Lage, bitte. Warte mal, kann ich aufheben. Ah, und jetzt kann ich ihn... Ah, okay. Habe ich verstanden. Aua, dammit. Hier wieder zumachen. Geht mal bitte weg. Dankeschön. Ach, die hier einfach im Hintergrund sind einfach total nutzlos. Die boxen sich halt einfach kurz weg. Bam. Und tschüss, ich gehe weiter. Oh, jetzt kommen noch mehr Gegner. Also andere auch. Lass mich in Ruhe. Ich bring dich um. Das sind auch so Bosse, die hasse ich eigentlich, weil die das einfach ihre Handlanger alles machen und ja. Selber können sie eigentlich nicht. Kann ich da jetzt nochmal angreifen? Da ist wieder eins. Halt, stopp! Nicht getroffen. Scheiße, war ich schlecht. Und so, aufs nächste. Warten wir, bis wann können wir hier so ein bisschen damit machen.
Jetzt müssen wir nochmal welche schicken. Okay, ich habe gedacht, wir müssen jetzt extra auf die Höhe gehen, wo das Teil ist. Ich hätte mich nicht gewusst, wie wir da hochkommen sollen. Ist echt nicht ein grad schwerer Boss. Ich soll mal die Ringe ein. Ich weiß nicht, ob ich die Ringe unbedingt brauche oder ob es irgendwie Punkte gibt, aber... jetzt lädt aber auch eine Attacke auf. Ja gut, das ist jetzt nicht so. Okay, jetzt muss ich mich dann auch noch ein bisschen um die Gegner kümmern. Aber die sind relativ schnell erledigt natürlich, weil sie einfach nichts können. Das wäre auch weg. Auch nicht die, ich hasse die Gegner. Ach, es ist schon frei. Okay, ich will nur kurz die Ringe da hinten. Dann komme ich, mein Kleiner. Klein vor allem. Ich sehe den, komm, ich finde den winzig. Komm mal her. Ja gut. Bist du ein bisschen müde oder warum leg ich dich hin, Junge? Gut, jetzt muss ich den einsammeln. Und bam! Oh, das war gut getroffen. Und du bist down. Nope. Gar nix. Nee, die Bosse hier in dem Spiel. Nee. Gibt bessere. Wieder S. Bär. 5 Minuten? Wer braucht dafür 5 Minuten? Ich hab's in 3 gemacht. Bitch, please. Punkte. Bin stolz auf mich. Der 4. Kontinent wurde wiederhergestellt. Sonic, ich wette, der Professor hat bereits ein neues Reiseziel für uns entdeckt. Lass uns zurück zum Labor nach Spagonia gehen. Ja, machen wir das. Gute Idee, Chip. Gute Idee. Da. Gehen wir zurück zum Professor. Mal gucken, was der Typ für uns hat. So. Hallo, lieber Pickle. Ah, Sonic. Es wird dich vielleicht überraschen, aber ich werde das Labor verlegen. Meine fortlaufende Analyse hat dein nächstes Reiseziel enthüllt. Schamau. Damit meine Analyse noch effizienter wird, werde ich das Lager dorthin verlegen. Kann man machen? Infolgedessen würde ich dir empfehlen, dich schnellstens nach Schamau zu begeben. Die Leute dort werden dir alle Informationen bereitstellen, die du brauchst. Danke für deine Bemühungen, Sonic. Ja, kein Problem. Mach ich gar nicht. Hab da Spaß dran. Yes, perfect. Gathering Dark Gaia's pieces is such a pain. I'll have them come to me instead. A brilliant shift in perspective. An idea worthy of Dr. Eggman. Super genius. Your skill at self-aggrandizement is unparalleled. Silence! Activate the Dark Gaia Fusion Furnace! And while you're at it, get those energy conversion circuits warmed up. Understood. Commencing Project Dark Gaia. Requesting final clearance. Granted! Finally, my ambitions will be achieved!
Also an und für sich ist ja Eggman ein sehr fröhlicher Mensch. Also der lacht oft. Ist auch schön. So, Schama. Ich... Och nee, nicht zu den Schwarz. Gehen wir nach Schama. Na, 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 na. Jetzt fliegen wir nach Schama. Wie viel Kontinente brauchen wir eigentlich noch? Gar nicht mehr so viel, ne? Wir sind ja schon relativ weit. Das ist also schon mal. Uff, ist das hier eine Hitze? Wo könnte das Labor des Professors sein? Ich hab keine Ahnung. Zuerst wollen wir rausfinden, was die Einwohner so wissen. Gesundheit. Oh, wie peinlich. Meine Nebenhöhlen machen im Moment Ärger. Ha, schau. Gesundheit. Wie ein Labor? Frag mir besser jemanden von den Jungen dort drüben. Ha, schau. Gesundheit. Mach ich. Aber die Musik ist cool. Oh, Saxophon. Uff, ich zerfließe gleich. Mein Name ist Layla. Ich bin Außenstudentin. Ich studiere an der Universität von Schama. Nett, dich kennenzulernen. Ja, toll. Oh, du suchst das Labor? Nun, ich habe Professor Pickles Assistent ebenfalls erst dort drüber gehen sehen. Wenn du ihn fragst, kann er dir bestimmt helfen. Danke. Hey, nicht so voreilig. Ihr seht mir extrem verdächtig aus. Ich und meine Schwester sind das hübschen Komitee zur Friedenserhaltung in Schama. Na, komm schon, Samia. Wer sind wir? Hübschen. Los doch. Nein, nein, nein. So stimmt das nicht. Wir üben das besser nochmal. Geschwister. Wundervoll. Ah, Sonic. Willkommen in Schama. Puh, das Verlegen des Labors war ganz schön anstrengend. Bin froh, dass das vorbei ist. Ach ja, ich habe dir ja gar nicht gesagt, wo es überhaupt ist. Es ist gleich dort. Der Professor wartet dich schon, also beeil dich lieber. Okay. Ich bin zu blöd, um zum Labor zu kommen. Das ist also das neue Labor des Professors. Gehen wir rein. Ich warte nur auf dich. Ah, Sonic, was hat denn so lange gedauert? Verlaufen... Jahu. Sehr wichtige Forschung, wie du weißt. Ich brauchte einen unauffälligen Standort für mein Labor. Ich muss erzählen, was ich bei der Analyse der Gaia-Manuskripte herausgefunden habe. Wie vermutet, befindet sich auch hier in Schama ein Gaia-Tempel. Leider entzieht sich sein genauer Standort noch immer meiner Kenntnis. Aber die Stadtbevölkerung kann dir sicher weiterhelfen. Und wenn ich einmal herausfinde, gebe ich dir etwas Bescheid. Beeil dich, Sonic. Ich weiß, ich habe mich gerade verlesen. Tut mir leid. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht, Sonic. Darum bot ich dem Professor meine Hilfe an. Aha. Ich will mithelfen. Ja, mach das. Ich habe den Professor also gefunden. Ich habe schon auf euch gewartet. Hier, nimm diese Tafel. Du musst dich beeilen, um den Chaos Emerald zum Tempel zu bringen. Was ein Austauschstudent mit einer Tafel macht, willst du wissen? Immerhin bricht der Planet in Stücke und unheimliche Dinge gehen vor. Ja, es kann stimmen. Sonnentafel des fünften Kontinents erhalten. Und auf zum heiligen Schrein. Ich liebe immer noch die Musik. Fünfter Tempel, Gaia-Tor. Gehen wir rein. Ach ja. Oh, jetzt bin ich doch ein bisschen müde. Wir haben doch erst halb eins. Warten, los. Klopf liegt am Licht. Ich hasse es, mit Licht zu zocken. Aber für die Aufnahme, fürs Camp. Muss das sein. Oh, schau mal. Arizans Lag-Level. Tag-Level. Oh, kein Tag-Level. Gott, verschone mich damit. Wie ich mit so einer Einstellung so Nick Age Generation das playen will. Au! Was? Hier oben bleiben. Einfach weil sie mehr Swag hat. Viel mehr Schweig. Einmal, zweimal, dreimal und viermal und weiter geht's.
So, und hier doch, da doch auch mal was passiert hier. Was machst du da, Sonic? Ey, mein Handel rein. Okay, da habe ich jetzt ein bisschen verkackt, aber ich kann auf jeden Fall nochmal einen Boost. Und hier hoch und. Ja, 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 das läuft doch relativ gut. Hier. Ich hätte mir eigentlich noch fast springen können, aber hier habe ich jetzt verkackt irgendwie so ein bisschen. Oder hier können so. Ja, gut. Mach einfach was komplett anderes, wieder nicht solche Sonic. Kann man mal machen. Muss man aber. Okay, wir sind schon wo hoch, dann gehe ich erstmal da hin. Oh, ah, Junoa, den Ring nicht getroffen. Ich, Noob. Ich bin schlecht. Aber ich werde die Figuren, die im Spiel. Die habe ich nie behauptet, oder? Nicht, dass ich wüsste. Also, wenn ich das behauptet habe, der. Also, nee, habe ich nicht. Habe ich nicht. Habe ich nicht, nee. Das stimmt nicht. Oh, da war gerade ein geheimes Turn, das haben wir verpasst. Nein. Oh, jetzt geht er ab. Also jetzt. Da hat man es eigentlich auch hochgekonnt. Da hat man es nicht hochgekonnt. Ja, toll. Na gut, einfach mal bespringen. Kann man machen. Sollte man aber nicht. Was? B, A, X, Y, was laberst du? Oh Gott. Ich bin doch gesprungen, Gott verdammt. Jetzt habe ich die Taste doch noch gewusst. Es war B. Ja, ich weiß, die Tasten auf dem Controller, ich habe gut erkannt. Sonic, musst du mich ja nicht verarschen. Und ja, dann machst du es echt gut. Ja, kann man mal machen, ne? Also, generell sind es schon so Möglichkeiten, die ich dann doch zum manchmal geben könnte. Ach, das ist Zeit. 2,50, als ob wir jemals S kriegen werden. Ja. Lauf an der Wand, lauf an der Wand. Warum denn nicht? Das hat ja auch ein bisschen Schweg, ne? Ist nicht? Wie kriegen wir noch wenigstens B zustande? Wäre ja auch was Schönes. Wäre ja auch in Ordnung, ne? Wir müssen ja nicht immer hier die Pros sein, die hier mit ihren A- und S-Rängen angeben. Nee, nee. Uns reicht B. B ist okay, B ist toll, B ist wundervoll. Fall halt einfach doch noch runter, obwohl ich mich fast hätte retten können. Weißt du, soll ich mal machen, wir haben jetzt keine Boosts mehr. Und das hier in dem Bereich ist es ja echt toll. Das macht mich glücklich. Ne, was nicht. Was ich hier brauchen. Ach, wir sind fertig. Willst du nämlich einfach dahinter lassen und mich. Was? Warum müssen die mich jetzt noch angreifen? Lass mich doch einfach dahinter und gut ist. Genau. Wie gesagt, B ist okay, du bist gut, du bist toll, du bist nicht Super Sonic, aber du bist Sonic. Und das reicht ja auch. Oder nicht? Also mir würde das reichen. Weiß nicht, wie es dir geht. Aber gut. Da ist jeder anders. So. Jetzt müssen wir von Ring zu Ring im Licht. Was? Müssen wir von Ring zu Ring springen. Gut, das wusste ich jetzt schon, aber danke. Habe ich schon herausgefunden. Schon lange. Aber gut. Das Tutorial kann man auch ein bisschen später machen. Muss man aber nicht. Also ich meine, dass man das später ins Spiel einbauen kann. Haben sie jetzt ja auch gemacht. Okay. 72 Ringe sammeln, okay. Mal gucken, ob ich das schaffe. Ich werde einfach mal. Einfach mal ein bisschen vorausschauend laufen. Und einfach gar nicht mal so viele Booster einsetzen. Dass ich auch relativ viel mitkriege, also wo halt Ringe sind und so. Gerade solche Sachen.
Ja, genau. Dass es wirklich auch mal schneller läuft hier. Jetzt geh hier richtig an die Wand. Oh, willst du mich eigentlich verarschen, Sonic? Sorry. Aber das hätte eigentlich funktionieren sollen. Das war doch mal wieder gut. Also, jetzt läuft der Hase. Ah, den habe ich getroffen. Okay, es dürfte das eigentlich schon fast gerissen sein. Ja. Piece of cake. Piece of cake. Einfach nur ein Stück Kuchen. Und mit diesem Stück Kuchen werde ich auch die Folge beenden von Let's Play Sonic Unleashed. Wenn es euch gefallen hat, würde mich über einen Daumen nach oben oder einen Kommentar auf jeden Fall sehr freuen. Link zur ersten Folge und zu Playlist befindet sich unten in der Beschreibung. Und nach Social Media Links wie YouTube, Facebook, Proxer, Hitbox, Twitter und Instagram, alles in der Beschreibung. Euch noch einen wunderschönen Tag und ihr weiß jetzt nichts zu sagen, außer Tschüssili.